Ja, Bürgerbeteiligung. Das ist eine gute Frage. Wie geht man damit um? Wie kriegt man das hin? Leider kann ich das jetzt nicht berichten, dass wir eine Aktion haben, die morgen gelauncht wird. Also nicht im Stream zumindest, weil das würde was vorwegnehmen. Aber natürlich macht man sich als Piratenfraktion sehr wohl Gedanken darüber, wie nimmt man die Bürger mit. Aber eigentlich würde ich ja zunächst mal erwarten, dass die Basis mitmacht. Und ich sag mal, bevor nicht eine Basis da ist, die sich rege beteiligt, es ist schwierig, einen Schritt zu gehen, auf die Bürger zu gehen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es in anderen Fraktionen ist, aber darum hapert es bei uns ganz entscheidend. Ich habe diverse Male auch Aufrufe auf der Mailingliste dann tatsächlich gestartet. Entschuldigung, Ja, lach nicht. Mailingliste. Immerhin tun wir ja was im Parlament und ich würde mir erwarten, dass die Basis das auch kontrolliert, was wir da tun. Ja, vielen Oh, Dank für das sorry. Telefon klingeln, das gibt 5 Euro in die Kasse. Zehn, hat zweimal geklingelt. Das findet aber in der gewünschten Form einfach nicht statt. Und da muss man sich die Frage stellen, ist denn das eigentlich möglich? Wir verwenden ja relativ viel Zeit darauf, im Parlament Anträge zu schreiben, zu reden, zu arbeiten. Und die Frage ist natürlich, ist es der Basis überhaupt möglich, die Arbeit vollumfänglich zu kontrollieren? Ich selber hatte mir das erhofft, hatte mir das gewünscht und wünsche mir das auch immer noch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in dem Umfang, in dem es notwendig wäre, möglich ist. Da gab es tatsächlich Aufrufe von mir auf der Mailingliste zu sagen, also Leute, ja, bitte, wir machen da was, guckt euch das an. Und kritisiert das. Es ist elementar wichtig für uns, auch Kritik zu bekommen. Jetzt nicht die Shitstorms, da sind wir jetzt nicht so scharf drauf. Aber so auf Kritik bin ich eigentlich schon sehr scharf. Wenn ich da was erarbeitet habe und mich ein Stück weit von der Basis wegbewegt habe, und das passiert einfach in so einer Fraktion, das kannst du gar nicht verhindern, dann will ich eigentlich, wenn ich mich von der Basis entferne, dass die Basis sofort kommt und sagt, hey ho Leute, das geht nicht, ihr entfernt euch da gerade von der Basis, kommt mal wieder zurück. Das würde ich mir wünschen und es passiert nicht. Wolltest du nicht ranten? Ja, nee, ich hab's, wie gesagt, schon mehrfach angesprochen und ich überlege halt, wie kann man das organisieren? Also wir haben teilweise Anträge ins Liquid Feedback gekippt, um da mal Feedback zu bekommen auch. Ich glaube, da kann der Herr Urbach gleich nochmal was zu erzählen. Ich vermute, dass das in Berlin besser läuft. Aber in NRW ist das Liquid Feedback halt, ja, ich will nicht sagen tot, ich komme gleich dazu, aber erstmal die Beteiligung auch da ist geringer, als man sich erhoffen würde. Wie war das mit 20 Leuten? Zu, was war das? Es gibt halt immer wieder Anträge, die da durchlaufen, die halt mit einem sehr geringen Anteil an Stimmen verabschiedet werden oder halt nicht verabschiedet werden, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz wäre es eigentlich auch Aufgabe der Fraktion, das besser zu kommunizieren, das anzuschieben. Ich glaube schon sehr an das Tool, aber das nützt mir alles nichts, Das nicht benutzt wird. wenn es nicht benutzt wird. Und da ist halt die Frage, wie kriegt man die Leute dazu, das zu benutzen? Ja, ich glaube, die SMV ist so eine. Das ist eine völlig andere Debatte. Ja, Aber da wird sich auch ich in das kann Tool jetzt mal drehen. kurz also erzählen, wie es in Berlin funktioniert mit der Basisbeteiligung. Wir haben in Berlin ja eine lange Tradition, Liquid Feedback zu benutzen, weil der erste Landesverband es benutzt hat. Und mir ist übrigens egal, welches Tool es ist nachher. Also es muss halt irgendein Tool Geschenkt, sein, ja. das halt irgendwie so einen Prozess streamlined, wie es nachher heißt, ist völlig egal. Oder ob das jetzt Delegation hat oder nichts, das sind alles Detailfragen. Wichtig ist, dass es einen gestreamlineten Prozess gibt, wo die Basis-TM was reinschmeißt, dann diskutiert wird und nachher was rauskommt, nämlich ein Ergebnis, das verwertet werden kann. Wir haben das in Berlin, also ich habe in meinem Fachbereich das auch schon gehabt, mehrfach, dass kleine Anfragen geschrieben worden sind im Liquid Feedback. Dann haben wir jetzt nachher genommen, das Ergebnis, also wurde dann halt so, die möchten wir gerne stellen. Natürlich ist es meine Aufgabe als Referent, dann in dem Fall das so umzuschreiben, dass der Senat sich nicht rausflüchten kann, weil natürlich weiß im letzten Fall die Mitglieder der Piratenpartei, wie ich jetzt genau die Frage stellen muss, dass der Senat irgendwie sich nicht drum rumreden kann, dass sie halt scharf genug ist, dass es auch nachher eine Antwort gibt, die man verwerten kann. Aber dafür sind ja dann Referenten da, um dann auch das dann irgendwie
nochmal zu überarbeiten und dann, also auch in Rücksprache mit dem Antragsteller oder der Antragstellerin, so hier, das müssen wir nochmal, das habe ich jetzt geändert, weil, aus Grund, also auch erklären, warum tue ich das. Das ist unglaublich wichtig, damit die Leute das verstehen. Wir hatten auch schon Anträge gehabt im Bereich Europapolitik, zum Beispiel von Jan Hemme gab es da einen Antrag zur Datenschutznovelle. Die hat, das wurde dann angenommen im Parlament in Berlin und hat zu einer Subsidiaritätsrüge in der EU geführt, die auch nachher die Datenschutznovelle dann dadurch nochmal signifikant verändert hat. Also das war ein Paradebeispiel, wie so Beteiligung funktionieren kann. Da hat also ein Mitglied der Piratenpartei Berlin einen Antrag geschrieben, der wurde positiv abgestimmt, ist ins Parlament gegangen, ist dann dadurch die Ausschüsse durch und wurde nachher wirklich angenommen, weil es ein guter Antrag war. Also der war nicht nur richtig, sondern auch wirklich auch noch gut. Und es war von der Argumentation her, das ist das Gute bei sowas, bei so Europa-Anträgen, da können seltenst die Regierungsfraktionen was dagegen sagen, wenn es um so wie eine Prüge geht, weil da wirklich handwerkliche Fehler in einem Antrag von der EU sind. Das war halt recht schön. Wir haben auch andere Sachen schon gemacht, zum Beispiel jetzt gerade, wir haben einen Bauskandal in Berlin, mal wieder, wer hätte es gedacht, wir haben nicht nur einen Flughafen, den wir nicht hinkriegen, wir haben auch eine Staatsoper, die wir nicht hinkriegen, die hat irgendwie Wasser im Keller. Und da ist halt, sind halt auch irgendwie 200 Millionen Euro verschwunden, also in der Bauruine. Und da ist halt auch die Überlegung, einen Untersuchungsausschuss zu machen, was hat Christopher gemacht. Er hat einen Antrag reingestellt, soll die Piratenfraktion Berlin einen Untersuchungsausschuss Staatsoper fordern. Da kriegt man halt eine Meinung, so wollen wir uns das noch aufbürden, sollen die Parlamentarier sich das noch aufbürden. Auch das kostet natürlich auch im Land immer Geld, zum Untersuchungsausschuss. Das Ergebnis kenne ich jetzt aber noch nicht, muss ich gestehen, aber das wäre dann so, also auch man kann auch so sein Handeln irgendwie als Parlamentarier abfragen. So, soll ich bestimmte Dinge fordern oder nicht, die jetzt nicht speziell vom Programm gedeckt sind, einfach weil irgendwo ein Bauskandal ist oder ein, keine Ahnung, es gibt genug Gründe, so ein Tool zu benutzen. Wichtig ist aber halt, das ist so meine Erfahrung, man braucht ein Tool, wo ich jetzt nicht erst auf irgendwie einen Beschluss von irgendeinem Vorstand warten muss, dass ich den Antrag stellen darf, sondern wo ich als Mitglied zeitsouverän selbst entscheiden kann, ich möchte jetzt einen Antrag stellen. Das ist ganz wichtig. Also zum Beispiel das VMB in Hessen ist für parlamentarische Arbeit nicht geeignet. Das ist ein schönes Tool, ich kenne das ja, ich habe es ja damals mitentwickelt, aber es ist für parlamentarische Arbeit nicht geeignet. Weil ich muss erstmal einen Antrag stellen an den Vorstand, der muss es dann irgendwie genehmigen, dann muss es irgendwie verschickt werden, dauert irgendwie alles 6 Wochen am Ende so grob. Man kann auch Prozess, also das ist halt schön an diesen Regelwerken in anderen Tools, egal, es gibt ja mehrere andere Tools, die man benutzen könnte, die haben Regelwerke, wo man sagen kann, okay, da gibt es keine Anfrage, da sind irgendwie 8 Wochen, das ist ein Dringlichkeitsantrag, da hat man irgendwie 4 Wochen oder sowas, ja, das sind so die Sachen. So, aber Bastian hat eine Frage gehabt und du hast auch eine Frage. Sepp? Ja? Übernimmst du auch die Moderation, weil wir waren jetzt schon mehrfach. Oder müssen wir das selbst machen? Oder müssen wir das selber machen? Ihr könnt das auch selbst machen, aber ich kann auch gerne die Moderation übernehmen. Aber ich habe jetzt erstmal euch reden lassen einfach. Ich weiß nicht, wer wollte jetzt fragen? Wir sind Politiker, also, wir waren jetzt mindestens dreimal Monologe. Also ich könnte das auch stundenlang so weitermachen mit dem Monolog. Ist kein Thema. Ja, bis 17 Uhr hatten wir geplant. Ja, ich will Redezeit, kriegst du sonst so überhaupt zu. Also nur um das vorwegzunehmen, also meine Anfrage hat sich bereits erledigt, das hast du schon entsprechend ausgeführt, dadurch hat sich so viel erledigt. Okay. Ich wollte eigentlich so ein bisschen aus meiner Erfahrung mit der parlamentarischen Arbeit auf der kommunalen Ebene in Marburg berichten. Da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass unsere Parlamentarier ein bisschen Bewegungsfreiheit haben, dass sie, also wenn die sowas ausformulieren, irgendwie so einen Antrag hier, jetzt muss da irgendwie die Geburtshilfestation, das ist dann nicht direkt vom Programm gedeckt, erstmal klar, das ergibt sich irgendwie, aber da sagt jetzt auch niemand, das haben wir so geplant, so einen Antrag zu stellen. Da ist dann mein Eindruck, wenn das jetzt weit aus dem Programm herausgehen würde, würde jemand aufstehen und sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Also jetzt soll meinetwegen die Brücke hier soll abgerissen werden, nein, die brauchen wir noch oder so. Die ist noch gut, die Brücke. Ja, würde ich jetzt auch erstmal davon ausgehen, wenn sich das außerhalb des Programmes bewegt, dass dann tatsächlich Feedback kommt. Und natürlich brauchst du im Parlament Bewegungsfreiheit. Du kannst nicht eins zu eins einfach nur dein Programm bearbeiten. Das funktioniert nicht. In der Tagespolitik passiert halt deutlich mehr. Ich wollte aber nochmal gleich an Torge weitergeben, aber jetzt nochmal eben auf Stefan zurückzukommen, weil er gerade sagte, kleine Anfragen.
Und da ist übrigens dein Eindruck falsch, Sebastian. Es gibt eine Webseite, die heißt antragsfabrik.de und die ist eigens dafür eingerichtet, dass tatsächlich Anträge da, kleine Anfragen da eingereicht werden, große Anfragen, die wir dann übernehmen können. Die richtet sich natürlich primär an die Mitglieder. Es gibt aber auch keinen Grund, warum da nicht einfach der geneigte Bürger reinschreiben sollte. Also von das daher, ja, das gibt es. Jetzt vielleicht mal zum Torger, wenn er will. Vielleicht noch die Frage hier gerade. Okay, ja, gerne. Und zwar, ganz grundsätzlich habe ich so ein bisschen ein Problem, weil ihr Dinge durcheinander werft. Oder ich habe das Gefühl, das eine ist die Basisbeteiligung, das andere ist die Bürgerbeteiligung. Ich denke, Basisbeteiligung ist sinnvoll, wenn es um die Partei geht. Da soll die Basis beteiligt werden. Aber wenn ihr als Parlamentarier sozusagen für unser großes Gemeinwesen tätig seid, dann muss es doch eigentlich um Bürgerbeteiligung gehen. Und ich hatte das Gefühl, dass das ist zu wenig differenziert. Denn ich meine, also die Piratenfraktion in Nordrhein-Westfalen, die soll sich ja sicherlich nicht nur durch die Basis unterstützt wissen, sondern die hat natürlich auch den Anspruch, das wurde ja auch so kommuniziert im Wahlkampf, dass die Bürger beteiligt werden. Das heißt, selbst an Stammtischen werden ja häufig gute, ja, kommen mitunter gute Ideen zustande und dass man das erstmal sammelt. Wie gut sie dann sind, kann man dann hinterher sehen. Aber du hast ja gesagt, es ist so ein bisschen schwierig, eine Beteiligung zu kriegen, die man sich eigentlich erhofft hätte. Wenn man jetzt aber diese Beteiligung mit gewissen Barrieren unterlegt, man muss in irgendein Tool rein, man muss da irgendwie beim Piraten auf Mailinglisten drauf sein, dann ist der normale Bürger, den man eigentlich auch ansprechen möchte und dessen Beteiligung man erwünscht, ja, der fühlt sich irgendwie außen vor, der fühlt sich ausgeschlossen. Ja. Da meine ich, wenn ich das ganz kurz mal sagen darf, ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das zutreffend ist, hatte ich zufällig im Radio gehört, in Baden-Württemberg machen sie jetzt, ich glaube, es sind zwei Ministerien, die sagen, sämtliche Gesetzesvorschläge werden auf einer, also es sind nur zwei Ministerien, da gab es auch großen Knatsch offenbar, es sind zwei Ministerien, die wollen ihre Gesetzesvorhaben auf Internetseiten veröffentlichen und jeder Bürger kann kommentieren. Das wäre ja dann auch so eine Bürgerbeteiligung, aber eben nicht Basisbeteiligung. Da möchte ich ganz kurz, da muss ich halt mal einhaken, weil dieses so, der Bürger kann kommentieren, ist halt auch keine Bürgerbeteiligung. Der Bürger kann kommentieren, das ist total schick, dass er irgendwo sein, was dazu schreiben darf, aber das ist keine Beteiligung. Das ist nämlich Bürgerkommentierung. Weil im Regelfall, also das ist genauso wie der Deutschlanddialog der Kanzlerin, ja, das war auch irgendwie so lustiges Augenwischen, so wir machen jetzt was mit der Bürgerbeteiligung. Auch Bürgerbeteiligung musst du in einem Prozess streamlinen. Weil einfach dieses so, also ich sehe ja die Post, die ich als Referent bekomme, wo ich ja denke so, das ist schön, du hast mir ein Problem geschildert, was soll ich jetzt mit dem Problem machen? Und die wenigsten Bürgerinnen und Bürger, die sich an den Parlamentarier wenden oder ans Parlament wenden, das ist leider wirklich so, kommen mit einem Anliegen. Die kommen meistens der großen, mit dem, es ist alles so schlecht. Ja, also das ist, also dieses, also Bürgerbeteiligung, das ist, wie gesagt, kommentieren ist eine Sache, also es ist immer schick, wenn Leute kommentieren können, das hilft aber im Zweifelsfall nicht weiter. Ja, aber ganz kurz, ich meine, dass da schon eine Stufe mehr überschritten wurde, natürlich kann ich mir an Abgeordneten wenden, ich kann dem Abgeordneten auch schreiben. Jetzt schreibe ich ein wirklich gutes Argument, sagen wir Stuttgart 21, da sagt einer, ich bin Geologe, ich weiß, das Ding säuft ab. Ja, dann kommen drei Gegengeologe und es säuft nicht ab. Ja, nee, aber sagen wir, oder irgendein anderes Beispiel, ja. Und ich schreibe das da rein. So, jetzt schreibe ich es nur dem Abgeordneten, dann schreibt er mir zurück, ja, das ist gar nicht so sicher und bla 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 bla. Fertig, das verläuft im Sande. Steht es aber auf so einer offiziellen Seite, die jeder mal nachlesen kann, ist sozusagen die Verwaltung oder der Gesetzgeber einfach gefordert, also mehr gefordert, ja, als anders, ist er gefordert, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Das magst du sozusagen. Ich kenne Verwaltung, ich kenne Ministerien. Die sind durch sowas nicht aufgefordert. Die fühlen sich dadurch nicht irgendwie ansatzweise beeindruckt oder sonst wie. Du kannst ein Anhörungsverfahren haben, dann kannst, erzählen die Leute alle, wie schwachsinnig ihr Vorhaben ist und trotzdem ziehen sie es durch. Das also ist da Politik, das ist Realität. Bestes Beispiel, wir hatten einen Anhörung zum Staatstrojaner gehabt, im Abgeordnetenhaus zu Berlin. Der Frank Rieger hat, also vom CCC, hat Staatstrojaner komplett zerlegt, warum das nicht geht. Und was sagt dann die SPD? Naja, also jetzt haben wir das ja alles gehört. Wir können da ja nochmal drüber nachdenken, aber eigentlich wollen wir es trotzdem haben, weil es geht ja recht. Es geht ja. Es geht noch weiter. Entschuldigung. Ja, aber es geht noch. Ich weiche vom Thema gerade ab. Also ich glaube, dass, zurück zu meiner Bürgerbeteiligung, ich
Ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte, glaube ich, 4 Termine bisher so in meiner Abgeordnetenzeit mit den Bürgern. Ich bin da jetzt mittlerweile sehr vorsichtig geworden, weil 2 von diesen Leuten waren Reichsdeutsche. Du hast extrem viele Spinner dabei, leider. Und das ist ein Riesenproblem, weil eigentlich die Leute, die wirklich ein ernsthaftes Anliegen haben, schadet das einfach nur. Mhm. Weil die halt einfach nicht mehr durchkommen zu den wirklichen Abgeordneten, weil du musst halt irgendwie ein Spamfeld aufbauen. Und um diesen Spamfeld halt irgendwie rüberzukommen bei den Abgeordneten, ist halt dann irgendwann auch schwierig. Und das ist halt scheiße. Ich finde es echt scheiße, dass es so ist, die Situation. Aber du musst halt irgendwie dich auch als Abgeordneter vor sowas schützen, weil es verschwendete Zeit mit solchen Leuten zu reden, muss man ganz ehrlich sagen. Ach, wollt ihr nicht erzählen, dass du schon eine GmbH hast? Ach nee. Ja, es ist schwierig. Also, das könnte ich dir irgendwann mal was erzählen, was zum Beispiel jetzt erzählt hat. Nee, das ist halt ein Riesenproblem. Und Bürgerbeteiligung muss, glaube ich, auch nicht nur in einer fraktionären Ebene laufen, sondern auch auf ministerieller Ebene. Ich glaube, da müsste man dafür sorgen, dass das einfach verschiedene Beteiligungsstrukturen geht und nicht nur einfach Kommentierungsgeschichten. Das ist halt Prozesse streamline. Genau, das muss man dann einfach in die Politik versuchen einzubauen. Das ist, glaube ich, eine Hauptaufgabe, die wir jetzt auch zur Piratenfunktion haben. Aber das wird natürlich ein langwieriger Prozess sein, das irgendwie zu schaffen. Für mich persönlich als Abgeordneter ist es eigentlich scheißegal, wer gerade irgendwie mit dem Weg zu mir kommt, wenn die gut ist und ich die halt irgendwie mit der Allgemeinheit, also meiner Parteibasis irgendwie oder beziehungsweise denjenigen, die mich gewählt haben, das sind ja meistens also die Parteibasis, mit denen das rückkoppeln kann und das halt auch Mehrheit findet, dann ist es halt natürlich auch etwas, was ich im Parlament umsetze. Aber ich muss auch so sehen, nicht jedes Anliegen von einem Bürger ist sinnvoll oder passt auch in unsere politische Realität hinein. Wenn jetzt ein Rechtsaußen zu mir kommt und sagt, hier Asylrecht verschärfen, dann werde ich ihm sagen, sorry, interessiert mich nicht, mache ich nicht, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Von daher ist es halt auch einfach schwierig, von Bürgerbeteiligung bei Fraktionen zu reden. Das muss halt schon irgendwie auch in die politische Linie reinpassen. Muss man ja ganz ehrlich sein. Ansonsten ist man halt beliebig dort. Ich hätte da auch ein Problem, da einfach nur Proxy zu spielen für irgendwelchen Bullshit. Und das Partei, weil wir parteiisch sind. Also es muss natürlich bewertet werden von dir. Und natürlich. Da liegt auch ein elementares Problem. Es ist grundsätzlich so, dass Informationen, die kommen, sind teilweise so gegensätzlich, wie es gegensätzlich ja nicht geht. Also es gibt, weiß nicht, ob es gefühlte Wahrheiten sind oder was, aber es gibt Leute, die argumentieren so, die anderen argumentieren ganz genau in die andere Richtung und sagen beide von sich, das ist richtig. Und da wird es halt schwierig. Du musst im Prinzip alles, was kommt, eigentlich eine Recherche unterwerfen und gucken, was ist denn wirklich dran. Also du kannst nicht einfach irgendwas politisch bewerten. Politisch bewerten sowieso, das geschenkt. Ja, also, irgendwie dieses so Anträge nehmen und durchreichen ist halt auch nicht. Das funktioniert nicht. Wir sind eine politische Partei. Ja. Wir haben ein politisches Profil. Und dieses, wir sind nicht links, nicht rechts, ist halt auch nicht, das ist halt auch durch die Nummer. Das funktioniert auch nicht im parlamentarischen Alltag. Du brauchst einen Standpunkt. Und er ist halt irgendwo in diesem Spektrum drin. Und also du kannst, aber also dieses so, sich nur als Antragsmaschine zu betrachten, als Partei, das funktioniert halt auch nicht. Du musst halt irgendwie sowas wie ein Profil haben. Allein schon, damit Anträge, die man stellt, im Gesamtbild bewertet werden können. Ja, sonst kannst du als politische Kraft nicht arbeiten, wenn du nicht ein Profil aufweist. Dann halte ich das auch extrem gefährlich. Ja, das ist noch dazu, kommen wir hinzu. Also die entscheidende Frage ist, wo wir da hinkommen, ist nicht irgendwie Beteiligung der Bürger, sondern wie mache ich als Abgeordneter meinen Meinungsbildungsprozess dazu? Wie bilde ich mir meine Meinung? Und das ist ja das Entscheidende. Und dazu gehört es halt einfach, dass man Informationen austauscht mit wem auch immer, ist mir egal, Bürger, Basis, whatever. Und dann muss im Prinzip eine Bewertung der Situation stattfinden. Dann musst du halt deine Meinung bilden und die musst du dann natürlich im Parlament vertreten. Und das ist halt das Entscheidende dabei. Und dazu brauchst du halt einfach solche Rückkopplungskanäle wie, keine Ahnung, Liquid Feedback, ist mir scheißegal, wie das Tool ist. Aber du musst halt irgendwie gucken, dass du möglichst flächendeckend den Input dir abholst. Okay. Martin hatte jetzt gerade. Was war zuerst noch? Der hat sich der Erdbeere gehabt. Okay. Es knüpft nur ein bisschen an das andere und sollte so eine Art Themenwechsel darstellen. Wenn man eine kleine Anfrage stellt und Bullshit geantwortet wird, um das mal deutlich zu sagen, dann ist das doch für mich ein Argument im Wahlkampf. Wenn ich jemandem sagen kann, wir haben hier die SPD mal gefragt, was die vom Staatstrojaner halten. Und die haben uns bla 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 geantwortet. Du fragst die Regierung immer.
eine kleine Anfrage. Nicht die SPD, sondern du fragst die Regierung. Also, also hier im Land Hessen halt die Landesregierung, in Berlin den Berliner Senat, bei euch die Landesregierung, bei euch auch die Landesregierung. Und umso mehr, ne? Aber es ist nicht die SPD, sondern es ist die Regierung, die antwortet. Dann geben wir die Antwort der Regierung an die Öffentlichkeit weiter. Die werden eh veröffentlicht. Wir sind offen. Ja. Wir werden ja eh veröffentlicht, dann weisen wir darauf hin, sagen, hier, schaut mal, was sie geantwortet haben. Das ist das Argument für uns. Du kannst auch eine Frage stellen und die Antwort komplett anders verwurschteln, dass es für die positiv aussieht. Deswegen ist es ja wichtig, wirklich präzise Fragen zu stellen. Damit du halt auch die Antwort bekommst, die du eigentlich haben willst, in Anführungsstrichen. Damit du sie dann verwurschteln kannst. Ja, auch das muss man lernen. Das muss man lernen. Und deswegen dachte ich, ich halte mit den Leuten, die es geschrieben haben, ursprünglich Rücksprache, um halt so, worauf wollte ich hinaus? Okay, ich formuliere es gerade mal um. La, 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 la. Ja, hat es ja gesagt, präzise Fragen stellen, damit auch die richtige Antwort. Und im schlimmsten Fall, wenn ihr es scheiß beantwortet, gibt es noch einen Einigungsausschuss im Parlament. Bei uns läuft das dann so. Echt? Ja, bei uns gibt es einen Einigungsausschuss. Der wird sogar das erste Mal tagen, uns wahrscheinlich die nächste Woche. Also, ihr müsst euch einigen auf die Antwort, oder was? Ja, es ging um, wir wollten irgendwie Fracking-Geschichte. Auf jeden Fall ist das dann so, wenn du sagst, es ist unzureichend beantwortet oder die wollen nicht antworten, dann gehst du halt Einigungsausschuss, da sind halt irgendwie die ganze Fraktion drin. Ja. Das Lustige ist da, das wird nicht mehrheitlich bestimmt, sondern wenn einer dagegen ist und sagt, du als anstrengende Fraktion, nö, wir akzeptieren den Kompromiss nicht, dann ist die Regierung gezwungen dazu, im Prinzip die Sachen rauszugeben oder vom Verfassungsgericht eine einstweilige Verfügung einzuholen. So läuft das bei uns. Ich gehe da schließlich mal abseits mal drüber machen. Also, das ist schon ein sehr krasses Mittel, diesen Einigungsausschuss wirklich zu nehmen. Das wird sehr selten gemacht bei uns. Mhm. Ich glaube, in der letzten Legislaturperiode läuft nur ein einziges Mal. Mhm. Ich glaube, bei uns wird das häufiger vorkommen. Dank gewisser Abgeordneten, ich kenne die ja. Nee, aber das ist halt ein Mittel. Du kannst da wirklich auch rechtliche Mittel anwenden bei uns. Es geht bis zum Verfassungsgericht, wenn du nicht unzureichend beantwortet führst. Aber dazu brauchst du halt sehr präzise Fragen und dazu müssen sie echt richtig krass Bullshit antworten oder sich weigern zu antworten. Okay, Martin? Zwei Fragen. Also zum einen Stefan, mich würde brennend interessieren von wegen Bürgerbeteiligung. Jetzt wird ja Liquid Feedback in manchen BVVs in Berlin eingeführt. Ob es da schon irgendwelche Erfahrungen gibt oder wie das so funktioniert. Und zweite Frage, Torge. Also mein Eindruck ist irgendwie auch, die Piratenpartei preist ja Liquid Feedback oder Liquid Democracy generell immer so als das Bürgerbeteiligungstool an. Wenn es aber am Ende irgendwie keine parlamentarische sonstige Kontrollinstanz gibt, dann hast du nur noch populistische Mehrheitsentscheidungen. Ich habe auch jetzt auch schon. Also, aber ich sehe das irgendwie als Widerspruch an. Einmal so diese Aussage der Piratenpartei, so wir wollen, dass alle mitmacht und irgendwie mitmachen und die Schwarmintelligenz wird schon irgendwie richten. Dann hast du aber Populismus und du redest von den Parteitagen, oder? Nein, ich also sowas wie Beschneidungsdebatte oder so, da fehlt dann einfach irgendwie am Ende eine Kontrollinstanz einer parlamentarischen, die mit ihrer Erfahrung da vielleicht unpopulistische Entscheidungen treffen. Aber das ist doch eigentlich diese dann Gewählten, die am Ende das Sagen haben, ist doch eigentlich widersprüchlich mit dem, was die Piraten so an Bürgerbeteiligung immer fordern und propagieren. Hat halt eine Geschichte voller Missverständnisse. Das trifft es ganz gut, Stefan. Ja, also das ist halt die Sache. Also ja, also ich kann jetzt mal kurz zu Bürgerbeteiligung auf BVV-Ebene. Also es ist erstmal, es ist noch nicht da. Es ist noch nicht gebaut worden bisher, es ist immer noch geplant. Bisher gibt es das einzige Kreisverwaltung in Deutschland, in Friesland. Die haben recht gute Erfahrungen damit wohl bisher gemacht. Aber es ist ja noch in der, also gerade angefangen. Ne? Da ist noch nicht viel durch. Ich glaube, dass wenn wir so auf diesen kleinen Ebenen anfangen, also diesen kleinen Verwaltungsebenen, weil wir dürfen nicht vergessen, also BVV in Berlin ist halt, das ist nicht wie eine Kreisverwaltung in Hessen, das ist halt irgendwie so ein Hybrid-Ding zwischen Verwaltung und Legislative, also bitte? So eine Art oder so eine Art Ortsbeirat für eine Stadt. Also es ist ja eine ganz komische Situation in Berlin mit diesen Bezirken.
Wir machen das jetzt in Berlin für eine Straße. Gibt es jetzt dann demnächst eine Bürgerbeteiligungsplattform? Also wirklich für eine Straße, also nur für einen Straßenzug, weil es dann Bebauungsplan und so Gedöns gibt. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und lass mich auch echt überraschen. Auf der anderen Seite, es gibt sowas, das ist immer noch sinnvoll, also besser als so Bürgerbefragung, was auch mehr als Bürgerbeteiligung verkauft wird. Da hatten wir einen Fall gehabt in Marzahn-Hellersdorf, da sollte eine Straße benannt werden, die nach einem Antisemiten benannt ist. Die Bürger, die da wohnen, haben sich leider dagegen ausgesprochen. Deswegen wurde es nicht gemacht. Das war aber auch dann eine Argumentation in der WVV, ja, wir haben eine Bürgerbefragung, ne, haben auch den Bürger beteiligt. So, nee, das ist halt keine Beteiligung, das war halt eine Befragung. Weil wurde auch nicht argumentiert, so, das ist ein Problem, weil es ein Antisemit ist, sondern nur, wollen sie die Straße umbenennen, ja, nein. Also ganz grob. Das ist auch eine Frage bei dieser Beteiligung, welche Informationen lasse ich dem Bürger zukommen. Ja, deswegen ist zum Beispiel auch Letterprojekte total wichtig. Und dann nicht nur, dass die Sachen einsehbar sind, auch verschlagwortet sind in den ganzen Kram. Schönes Beispiel dafür, wie man das machen kann, was aber viel Arbeit ist, ist die BER-Plattform von der Piratenfraktion, wo wir die ganzen Dokumente, die man veröffentlicht werden dürfen, veröffentlichen, sie untereinander verlinken, verschlagworten, Leute es auch selbst machen können, also die können, also da kann der Schwarze quasi mithelfen dazu, noch Zeitartikel verlinken, eine Timeline bauen, also das ist so quasi das komplette Projekt Berliner Flughafen abgebildet auf einer Webseite mit den Dokumenten, Unterlagen, Akten, Zeitungsartikeln, Interviews, Milestones, was auch immer. Das ist, wie heißt das? Uber.piratenfraktion oder nee, der.piratenfraktion-berlin.de. Mhm. Ja, das ist wird aber auch noch viel zu wenig benutzt, obwohl es ein skandalöses Ding ist. Ne? Also es sind auch bei weitem nicht alle Unterlagen drauf, leider, weil es ist halt auch braucht man halt zu lernen. Ich brauche auch erstmal, dass wenn klar es gibt da Akten, da steht geheim drauf, die dürfen wir nicht veröffentlichen. Die mit einem langweiligen Stempel dürfen wir veröffentlichen, sind aber halt langweilig. Also es ist halt, aber ja, also Open Data ist, glaube ich, so der erste Schritt, um überhaupt eine umfassende Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Also das zugänglich machen von Informationen. Im Sinne von, ich habe hier einen Antrag über, sagen wir jetzt mal, Haushalt. Und hier sind die Haushaltspläne aller Institutionen, die davon gefördert werden, von diesen Fördergeldern zum Beispiel. All diese Dinge, also es muss viel mehr verknüpft werden an Dokumenten. Also momentan ist es unglaublich schwer für Bürgerinnen und Bürger, sich irgendwie zu informieren, auch wenn Dokumente in einem Parlamentsdokumentationssystem drin sind. Es ist nahezu nicht möglich, als Nicht-Vollzeitpolitiker oder Vollprofi in dem Bereich. Hast du Bundesrat? Alter, don't get me started. Ja. Grausam. Also es ist halt schon teilweise für Parlamentarier und für Angestellte schwer, Dinge zu finden in der Berufsinformation. Wie sollen es dann Bürgerinnen und Bürger finden? Oder wie sollen sie da rankommen, wenn schon diejenigen, die dieses Vollzeit machen, da teilweise Probleme haben? Dazu hast du Senate und Regierungen, die mauern, die gar nicht wollen, dass Unterlagen öffentlich sind. Weil es unbequem so ist. Ja, ja, genau, es ist total komisch. Dann kommen, bei Open Data kommt bei in Berlin die Argumentation, ja, aber das Urheberrecht. Das ist total geil. Ja, ja, aber das Urheberrecht, wir können doch nicht einfach Sachen veröffentlichen, doch niemand Urheberrecht drauf. Ja, wir haben dafür bezahlt. Das ist auch teilweise sehr großartig. Also auch das, es ist völlig, also es sind, wir kämpfen gerade gegen Windmühlen, glaube ich, in allen Parlamenten. Also bei Talk habe ich gestern gehört, nicht so ganz so schlimm wie bei euch und bei uns. Es ist halt im Endeffekt völlig abstrus. Diese ganze Arbeit, die wir machen, ist völlig abstrus. Weil es halt völlig, ja, wir wollen Bürger beteiligen, die schicken uns halt dann irgendwie 15 Seiten Staatsanwaltschaftsunterlagen, die sich beim Staatsanwalt beschwert, dass ein Richter irgendwas gemacht hat, dann kann man halt nichts anfangen. Ja, ja, das, ich glaube, das kennt jeder, der im Parlament sitzt und da arbeitet. Oder aber sie kommen an, ja, da müsste mal jemand. Ja, was müsste denn jemand? Ja, das soll besser machen. Ja, wie denn? Ja, weiß ich doch nicht. Danke für das Gespräch. Es ist halt unglaublich schwer, auch, also, weil auch oft die Bürger gar nicht, also die wissen, sie haben ein Problem mit irgendwas, aber können das Problem auch gar nicht benennen. Und es ist auch oft im Gespräch nicht möglich rauszufinden, was eigentlich jetzt von zum Beispiel der Piratenfraktion erwartet wird, was sie tun soll oder nicht tun soll. Also es fehlt die Handlungsanweisung oft. Das fehlt übrigens auch bei Piraten oft, wenn sie irgendwie als Basis irgendwelche Dinge von den Fraktionen wollen. Da kommt auch keine Handlungsanweisung. Da kommt halt irgendwie, ne? Dann sage ich, ja, schön, und jetzt? Wollte ich nur mitgeteilt haben. Achso.
Und ich, seit wir aber halt nochmal vermehrt darauf hingewiesen haben, Leute, wir haben dieses Tool in Berlin, bitte benutzt es auch, ist es besser geworden. Also wirklich so Prozesse, und ich bin auch der Meinung, Bürgerbeteiligung muss auch gestreamlined werden in einem Prozess, der halt dann zugänglich ist für Menschen, dann funktioniert es auch durchaus besser. Also einfach nur dieses mit den Bürgern reden, dann kriegt man schon irgendwie Lösungen, das klappt halt nicht, weil dafür, also diese Zeit ist nicht da. Also wo soll die herkommen? Wir können Berlin nicht mit irgendwie 2 Millionen Menschen sprechen. Das geht gar nicht. Ja, 18. Ja, doch Flächenland. Ja, trotzdem. Ja, also kann ich dir locker mal sagen, wir haben in Schleswig-Holstein derzeit auch, ich finde das schlimm, die nennen es Dialog, also Bildungsdialog nennen sie das. Ja, das ist echt schon mal. Stefan, das klingt raus, aber das ist aber eigentlich ganz gut. Das muss man tatsächlich sagen. Ich finde nur, dass dieses Wort Dialog bei uns total zum Unwort des Jahrtausends so regelt im Landtag. Ja, mal bitten, noch vorher liberal dran zu hängen, dann haben wir es eigentlich, oder? Ja, das ist der liberale Bildungsdialog. Wow. Nein, also im Prinzip sind das mehrere Veranstaltungen, die eine Reihe sind, wo wirklich alle Leute eingeladen, Schülervertretungen, Lehrervertretungen, Elternvertretungen, alle, die halt irgendwas mit Bildung zu tun haben, wo es dann wirklich systematisch an die Frage geht, wie soll eigentlich unser neues Schulgesetz aussehen und wie soll halt einfach die Schule aussehen. Machen. Und da arbeiten sie wirklich in vielen Sitzungen eigentlich etwas sehr Gutes und versuchen wirklich alle dort mitzunehmen, anstatt halt wie in den letzten Jahren bei uns irgendwie jedes Jahr ein neues Schulgesetz bekommen, sondern sich jetzt einmal wirklich mal mit richtig zu machen mit allen. Und dieser Prozess scheint sehr gut zu laufen. Das ist natürlich Optimierungsbedarf, gerade die Streamline in die große weite Welt hinaus funktioniert nicht ganz so gut. Aber es wird zumindest versucht, wirklich möglichst viele Leute mitzunehmen, auch von allen Interessengruppen. Und da gibt es ganz gute Projekte in Schleswig-Holstein, da ist Optimierungsbedarf. Ich finde das sogar sehr lustig. Zu mir kommen zum Beispiel auch, was so Umwelt angeht, nicht zu nennen, die nenne ich jetzt mal nicht die Regierungsmitglieder und fordern von mir, dass ich sie ein bisschen vor ihnen hertreibe, was das Thema angeht. Die wollen das sogar von mir. Die betteln mich an, mach mal. Was ich daran gerade erschreckt finde an dieser Aussage ist, dass die Regierung also weiß, sie braucht Open Data und kommt zu dir, um dich treiben zu lassen, nachher sagen zu können, ja, wir wollten ja eigentlich nicht, aber die Piraten haben uns ja vor sich hergetrieben, damit wir es dann doch machen. Ich glaube. Das ist das Ende nachher. Das ist nachher das Ergebnis davon für den nächsten Wahlkampf. Das ist so bitter. Ich glaube, das Problem ist dann eher, dass in seiner Regierungsmehrheit einfach da einen Push braucht. Ja. Das ist halt immer leider. Also selbst da, selbst in der Regierung sind unterschiedliche Meinungen, die hauen sich auf die Köpfe ein, muss sich halt auch irgendwie durchsetzen. Und wir werden teilweise auch als Mehrheitsbeschaffer für sowas da besuchen. Hatten wir eigentlich jetzt schon einen Abriss dazu, wie es in SH läuft, oder? Womit? Mit der Bürgerbeteiligung? Ja, Mit der Bürgerbeteiligung. Möchtest du eine Frage nochmal stellen, dass das vielleicht jetzt Tage oder nochmal noch eingeht? Ich weiß nicht, ob das... Naja, also... Bürgerbeteiligung im Sinne von Liquid Democracy, Populismus, Abgeordnete als Kontrollinstanz und wie passt das unter die Versprechen der Piratenpartei? Darf ich das vielleicht kurz übernehmen? Gerne, scheiß uns dann vor, aber mach mal rein. Kai kann das. Also ich glaube, das ist zunächst mal ist... Ich delegiere an Kai. Ist das ein Prozess, ja? Das heißt, wir kommen ja nicht daher und sagen, hey, wir machen ab heute Bürgerbeteiligung. Nein, wir gehen in die Parlamente und überlegen uns, wie schaffen wir das. Wir probieren dabei immer wieder was aus. Wie geht das, wie geht das, wie geht jenes. Wie gesagt, eine Aktion wird morgen gelauncht. Nachher, wenn die Kamera aus ist, reden wir gerne drüber. Und dabei müssen wir uns meiner Meinung nach wirklich rantasten, wie weit kann man mit der Bürgerbeteiligung überhaupt gehen. Weil gerade dieser Mechanismus, den du jetzt eben beschrieben hast, den muss man natürlich verhindern. Also es gibt halt auch ein paar Entscheidungen, wo man sagt, diese Straßenumbenennung war ein schönes Beispiel, da hat der Bürger einfach Unrecht. Und da muss man natürlich ermitteln, wie weit geht man am Ende. Wie weit kommt man, ohne tatsächlich in Probleme zu laufen. Ich will aber nicht sagen, was halt gerne auch benutzt wird an der Stelle, ist der Bürger so weit sich zu beteiligen. Ja, er ist absolut so weit sich zu beteiligen. Aber wie schafft man einen Prozess, der dann auch wirklich am Ende gute Ergebnisse erzielt? Das muss eigentlich im Vordergrund stehen.
Und dass man dabei den Bürger so weit wie möglich involviert, ist halt selbstverständlich. Aber ich habe noch kein Patentrezept dafür und das haben wir, glaube ich, alle noch nicht. Aber ich glaube, die Partei selber und auch die Fraktionen arbeiten permanent daran, das zu schaffen. Also deine Frage, Martin, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du gehst auf Minderheitenschutz ein, um mal ganz einfach darzustellen. Ja. Ich sage ganz einfach, parlamentarische Demokratie ist auch kein Minderheitenschutz. Nein, ist es nicht. Es ist kein Minderheitenschutz. Ich sehe das tagtäglich, da sind Mehrheitskoalitionen, Regierungskoalitionen, die sagen, ich habe eine Mehrheit, ich ziehe das jetzt so durch. Da interessieren teilweise keine Minderheiten. Ja. Ich habe ein schönes Beispiel. Das sind einfach, das sind halt diese Sachen. Die entscheiden Dinge, weil sie es entscheiden wollen und nicht, weil es richtig ist. Weil sie es können. Ja. Und das ist kein Minderheitenschutz. Genau. Und Minderheitenschutz, oder der krasse Minderheitenschutz, den wir haben, das wird auch nie irgendwelche Bürgerbeteiligungen ändern können, ist halt einfach unsere Menschenrechte und Grundrechte. Man kann nicht die Todesstrafe einführen mit Bürgerbeteiligung. Genau. Das geht nicht, funktioniert nicht. Es kann auch kein Regierung, es kann kein Parlament, es kann niemand. Genau. Und es sei denn, wir haben jetzt irgendwie einen diktatorischen Umfang oder so. Das ist halt der Grad, den man erreichen muss, wo man sagt, okay, bis dahin und nicht weiter. Aber zu dem Beispiel gerade, Minderheitenschutz, ich weiß nicht, wie genau die Raucher- Nichtraucherzahlen in NRW sind, aber ich glaube, es ist ungefähr 2/3 Nichtraucher, 1/3 Raucher. Und ich kann mich da irren, Entschuldigung. Die rot-grüne Regierung hat das Nichtraucherschutzgesetz halt komplett durchgeprügelt. Dabei habe ich kein Problem damit, dass die gesagt haben, hey, wir haben Probleme mit dem aktuellen Gesetz, wir müssen mehr die Nichtraucher vor den Rauchern schützen. Damit habe ich überhaupt kein Problem, das finde ich in Ordnung. Aber was sie gemacht hat dazu, ist im Prinzip ein Universalverbot auszusprechen. Das heißt, einmal mit der Kelle rum, buff, allen aufs Maul, ihr dürft jetzt bei euch nicht mehr rauchen lassen, in den Kneipen wird nirgendwo mehr geraucht. Punkt. Das kann man machen, halte ich aber für absolut Fantasie und ja auch instinktlos, so zu agieren. Vor allen Dingen unter der Prämisse, dass am Ende des Abstimmungsprozesses 18 SPD-Abgeordnete dahergegangen sind und gesagt haben, hey, ja, wir haben jetzt für dieses Gesetz gestimmt, das ist in der Fraktion so abgestimmt worden, aber eigentlich stehen wir da nicht hinter. Ey, bitte, was ist das? Was ist das für eine Scheiße, dass die sich ihre Mehrheit, die holen sich ihre Mehrheit über die Mehrheiten, diese Mehrheitsverhältnisse, die sie haben, aber dann sagen 18 Abgeordnete, eigentlich stehen wir da nicht hinter. Also dann. Ja, das ist doch genauso, wenn die Grünen im Landtag, also im Abgeordnetenhaus, nicht gegen den Schatzverhältnis stimmen, sondern sich einfach nur enthalten, weil die. Das ist das Gleiche. Sagen Schützenbürgerrechte, aber sie sagen nicht nein. Das ist das Gleiche mit Grünen. Ja. Aber Nichtraucherschutz, das finde ich sehr schön. In Berlin haben wir auch Nichtraucherschutzgesetz. Finde ich gut, dass wir das haben. Wir haben das in Kreuzberg, in Friedrichshain, in den Kneipen wird geraucht, weil da die BVV sagen so, nö, wir schicken das Ordnungsamt halt nicht los. Das passiert nicht. Das ist auch sehr spannend und es wäre manchmal recht sinnvoll, wenn es dann doch passieren würde. Ne, also es ist halt auch immer, Gesetze müssen halt auch eingehalten werden, wenn sie gemacht werden. Das kennen wir ja nicht nur jetzt aus Berlin, sondern auch zum Beispiel in Frankreich gab es lange Jahre in Paris das Verbot auf der Straße zu rauchen. Das hat die Pariser nicht interessiert. Also das hat sie einfach nicht interessiert. Ja, also da müssen wir dann auch darüber überlegen, wie weit greift man dann durch oder möchte man ein Gesetz durchsetzen, um zum Beispiel eine Minderheit zu schützen. Ne? Das ist also, dieses Politikzeug ist echt nicht trivial. Ja. Also gerade. Ne? Überraschung. Es gibt ja Leute, die wirklich meinen, so, ich muss nur ein Gesetz schreiben, dann klappt das auch alles. Ja, ein Gesetz soll auch durchsetzbar sein. Ja. Wenn ein Gesetz nicht durchsetzbar ist, ist es halt, kannst du noch so schön Minderheiten schützen. Wenn es nicht durchgesetzt wird und nicht durchsetzbar ist, dann ja. Das ist dann auch scheiße. Man sieht das ja auch irgendwie tagtäglich, wie viele gute Gesetzesinitiativen auf dem Papier in den Ministerien versanden. Ja. Und Ministerien sind sehr träge und so weiter. Kannst du was schönes Gesetz beschließen, das auch so umgesetzt wird in den Ministerien. Dann die Verordnung dazu kommt zum Beispiel. Genau, solche Sachen. Also ich habe jetzt Probleme. Ich habe jetzt auch keine Lösung, aber zu sagen, eine Politik funktioniert Minderheitenschutz ja auch nicht. Oder wie Marina dann sagt, ja, wir brauchen mehr Bildung und mehr Altruismus. Und am Ende haben wir ja noch die Verfassungsgerichte, die es dann wieder gerade rücken. Das finde ich ein bisschen unbefriedigend. Ja, Politik ist unbefriedigend. Ich möchte mal. Das ist richtig. Ich unterschreibe das. Das ist einfach tatsächlich Realität. Ich sage, oder ich bin
eigentlich überzeugt, dass in Parlamenten es tatsächlich selten darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die sachlich richtigen Entscheidungen, sondern die Entscheidungen, die ich am besten verkaufen kann. Es geht um Politik in dem Parlament läuft mehrheitlich danach nur, was sich am besten aussieht nach außen. Ja. Das ist einfach so. Wir haben ein gutes Beispiel aus Schleswig-Holstein, wir haben sowas, das nennt sich tariftreue Vergabegesetz oder sowas. Mhm. Im Prinzip hat die SPD gesagt, wir wollen Mindestlohn. Da haben wir ein schönes aus NRW kopiert, haben sie so ein komisches Gesetzentwurf gemacht, ich kann es aber schon wieder von sehen von diesem Schwachsinn. Haben dann noch, was ich das Kram noch mit reingepackt. Also im Prinzip steht im Gesetz drin, wenn das dann Schleswig-Holstein Vergaben gibt, also Aufträge vergibt, muss ein Mindestlohn gezahlt werden und außerdem müssen irgendwie die Materialien auch so und so zertifiziert sein, es muss ein Frauenförderungsplan vorliegen und so weiter. Ganz viele Sachen, die dann in so einer Vergabegeschichte sind. Riesenbürokratiemonster, praktisch null anwendbar. Du kannst keinen Handwerkerbetrieb mit drei Leuten sagen, du brauchst einen Frauenförderungsplan. Das ist unrealistisch. Die sind glücklich, wenn sie Leute finden. Wenn sie glücklich, wenn sie Leute zahlen können. Aber ja, Moment, wenn das aus NRW kopiert ist, dann ist dann und es gibt irgendwie 80 Seiten vor ja, Ordnung zu diesem Gesetz. Vergiss es, es ist ein Monster, da hast du schon recht, aber wenn das aus NRW kopiert ist, dann gilt das eben für diese ganz kleinen nicht. Also, ja, Subunternehmer und sowas. Ja, also, wenn du jetzt, aber es ist schon tatsächlich. Ich möchte mal auf seine Frage. Aber das ist halt einfach. Voll, ja. Ich würde auch weitergehen. Und vor allem, dass das Ding. Ihr habt so eine geile Redekultur. Ja, das ist halt. Wir können von unserem Alltag erzählen. Und wenn, da bist du halt in so einer Anhörung und es erzählen all durch die Bank weg, bis halt auf die Gewerkschaft, die sagen, Mindestlohn ist toll. Das ist einfach Bullshit. Ist. Trotzdem stellt sich so eine Regierung hin, wir ziehen das jetzt durch. Weil wir brauchen ja Mindestlohn, wir müssen Mindestlohn nach außen verkaufen. Und dass sie noch nicht mal Mindestlohn damit eingeführt haben, ist eine ganz andere Sache. Aber das wird dann halt als Verkauf nach außen, wir haben jetzt den Mindestlohn in Schleswig-Holstein eingeführt. Und das ist halt Politik. Und Verkaufen ist ein schönes Stichwort. Ja. Wenn man sich in die Ausschüsse in NRW begibt, ich weiß nicht, ob es in allen so ist, aber in einigen ist es halt so, da werden Anträge gestellt, das habe ich der CDU jetzt schon zweimal irgendwie böse vorgeworfen, da werden Anträge gestellt, von denen die CDU ganz klar weiß, das kriegen wir niemals durch. Keine Chance. Diese Litanei an Punkten, die die aufgelistet haben, kriegen wir in der Gänze überhaupt nicht durch. Und was auch von vornherein klar ist, die Litanei an Punkten wird in der Gänze nicht besprochen. Das heißt, wenn es um die Sache ginge, würde ich einen Antrag schreiben, der sich auf einen Punkt bezieht, den ich durchsetzen will. Also so würde ich einen Antrag schreiben. Ich würde sagen, ich schreibe einen Punkt da rein und dann schreibe ich halt mehrere Anträge irgendwann in der zeitlichen Abfolge. Aber nein, da kommt ein Riesenblock an Anträgen. Und ich glaube, das einzige Ziel, was damit verfolgt ist, Position beziehen, in der Ausschusssitzung sich halt hinzustellen und zu sagen, hallo Presse, hier, das haben wir geschrieben, so stellen wir uns das vor. Und im Parlament genauso. Es geht vielfach mehr um die Darstellung dessen, was ich will, als das, was ich wirklich versuche durchzusetzen. Und ich glaube, das ist so ein Kernpunkt, in dem wir uns von der aktuellen Politik unterscheiden. Zumindest würde ich mir das so wünschen, dass das überall so ist, bei den Piraten. Also ich kann in Ausschusssitzungen, also ich bin im Kulturausschuss Referent und im Ausschuss für digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit. Ich liebe diesen Ausschussnamen. Und ich weiß, meine erste Kulturausschusssitzung, wir haben uns 2 Stunden über eine Schlossfassade unterhalten, bis wir dann feststellten, also bis in die CDU feststellte, oh, eigentlich gehört es ja ein Bauausschuss. Das war schön. Dann die Sitzung danach habe ich ein Pro-Seminar über Friedrich den Großen gehört, von einem anderen CDU-Abgeordneten. Das war auch wunderschön. Kostenlose Bildung ist voll unser Ding, oder? Ja. Ja, vor allem auch so was Politik machen will, ne? Gleich streamen. Ich habe wir haben zum Beispiel auch in Berlin ja einen Kultursenator, der auch regierender Bürgermeister ist. Das ist total dumm, diese Personalunion. Ich glaube, der war in dieser Legislaturperiode bisher 5-mal auch anwesend als Kultursenator. Ja, und das ist dann so auch so wie also in Berlin Ausschüsse gibt es. Aber eigentlich ist das alles ein großes Theater. Das Drehbuch sieht dort immer gleich aus. Also Berlin ist Drehbuch immer gleich aus. Ich kann jetzt nicht während Parlamente sprechen. Und das sind die Profis. Das sind Profis, also das ist halt eine Inszenierung. Also der Ablauf ist, du schreibst einen Antrag, reichst ihn ein, geht ins Plenum, ist von der Opposition. Wir wissen eigentlich genau, dass am Ende Mülleimer liegt. Also dass es mit dem Europaantrag durchging, das war mehr Glück als Verstand. Ja, aber das ist halt. Entschuldigung,
wir wissen genau, dass er am Ende in den Mülleimer geht. Wenn ich das hinaus möchte, ist halt, dann ganz wichtig ist da wirklich hart an der Sache zu argumentieren und nicht einfach nur auf die anderen Fraktionen einzuschlagen, dass wir ja eh ablehnen werden. Das kann man auch zwischendurch mal tun. Und wir haben durch Anträge, die wir gestellt haben in Berlin, durchaus den öffentlichen Diskurs mitgeprägt, weil die halt dann, weil es gute Anträge waren, die halt natürlich abgelehnt worden sind, aber halt in der Wahrnehmung von der Presse da waren. Sei es unsere Vorschläge zur Kennzeichnungspflicht für Polizisten zum Beispiel. Das ist immer wieder in den Zeitungen drin. Das Spannende ist ja, also was ich finde ich sehr spannend, wir haben halt in Berlin bei der Piratenfraktion ein sehr linkes Profil als Partei, also es ist eine sehr linke Partei in Berlin und das funktioniert auch sehr gut. Also wir brauchen halt nicht noch eine dritte Partei der bürgerlichen Mitte in Berlin. Ja, also da haben wir halt schon CDU und SPD und die Grünen. Und es ist halt, glaube ich, was die Piratenpartei als solches lernen muss, ist zuzulassen, dass überhaupt unsere Fraktion ein Profil entwickeln, ein Profil haben. Ja, das wird auch durch die Leute eben gebildet, die drin sitzen. Das ist eigentlich klar. Ja, aber die Basis muss es auch zulassen. Also wenn du halt jedes Mal, wenn du das tust, einen Shitstorm kriegst, weil du halt zu links bist. Ich würde mir aber wünschen, dass die Basis daran mitarbeitet. Genau, ich würde mir wünschen, dass die am besten die schon vorher ein Profil haben. Aber ja, deswegen ist es doch ein bisschen egal, ob wir links oder Mitte oder was weiß ich was sind. Deswegen sind uns die Begriffe ein bisschen egal, weil ich glaube, wir variieren tatsächlich ein bisschen. Du hast eben gesagt, in Berlin sind wir vielleicht ein bisschen, seid ihr vielleicht ein bisschen linker als ja, andere Gegner. Nein, also, aber du hast recht, die Basis muss das jeweils zulassen. Die muss es zulassen, genau. Ich habe eine Frage, wann habt ihr die Landtagswahl? Am 22.09., also am gleichen Tag. Also was ich jetzt so als Resümee aus NRW und wahrscheinlich aus SH auch sehe, ihr müsst versuchen, das vorher zu etablieren. Ja. Ihr müsst Wege finden, wie ihr vorher, ob ihr euch vorher klar seid, das Profil, das eine, aber wie die Zusammenarbeit am Ende funktioniert. Also in NRW, da kann man jetzt leicht sagen, okay, wir sind davon überrollt worden, wir hatten 6 Wochen ab der Auflösung des Landtages, wir waren darauf nicht vorbereitet. Ja, das hat uns zurückgeworfen, aber ich glaube, wir hätten auch in den Prozess deutlich mehr Energie stecken müssen. Und ich kann da nur empfehlen, die Beteiligung vorher zu klären und vorher allen klar zu machen, so muss das am Ende laufen. Und auch vorher irgendwie den gestreamten Prozess zu haben, wie man dann zwischen Basis und Fraktion arbeiten muss. Also jetzt los kann man jetzt drauf hin. Also wir in Schleswig-Holstein akut gerade das Riesenproblem, dass wir das nicht haben. Dass wir das jetzt wirklich schmerzhaft nachholen müssen. Dazu hätte ich ja doch direkt noch eine Frage, weil das vorhin so ein bisschen so geklungen hat. Ihr hattet vorhin bei dem Thema Bürgerbeteiligung gesagt, man kann nicht eigentlich alle Bürger bei sich beteiligen lassen, weil man ja praktisch nur für einen gewissen Teil überhaupt interessant ist, also die Themen nur für einen gewissen Teil der Bürger vertritt. Oder hatte ich das verstanden, dass man halt sich schon den ganzen Bürger... Auf Deutsch, ich weigere mich als Abgeordneter irgendwelchen rechten Spacko, seine feuchten Träume im Parlament zu vertreten. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das schließt aber nicht aus, dass er das da äußern kann. Ja, das kann er mir gerne erzählen, dann sage ich, du bist ein Arschloch. Danke fürs Gespräch, aber das ist dann nicht die Bürgerbeteiligung, die wir uns vorstellen. Wie filtert man das praktisch das, was für uns interessant und umsetzbar ist? Naja, wir haben ja eine politische Meinung. Du hast eine politische Position. Ja, genau. Ja. Ja. Also wenn du das nicht reinbringst und unterstützen, dann kannst du das gerne tun. Wie kommt denn so einer auf die Idee, der dann seinen Lebenssatz verschwenden? Wieso kann man den... Naja, Gegenfrage... Nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr über NRW gerade viel mitbekommt, aber Gegenfrage wäre dann, wie kommen Leute wie dieser Oliver Wesemann, der jetzt bei Pro-NRW mit unserer Flagge auf den Demos rumrennt... Was treibt diese Leute, ja? Ja, wie kommen die darauf, sich in unsere Partei zu begeben und zu meinen, sie könnten da was bewegen? Nein, die kriegen aufs Maul. Natürlich kriegen die aufs Maul und zu Recht kriegen die aufs Maul. Und die haben nicht wirklich genug aufs Maul bekommen, ehrlich gesagt. Und ich würd gerne Hausbesuche einführen wieder. Alter! Also, du weißt ja, ich war Wahnsinn. Ich fühle mich genötigt. Nee, aber ernsthaft, die Leute müssen doch auch wissen, dass sie nicht zu uns passen. Einfach. Die sind der Meinung, dass du nicht zu denen passt. Also. Ja, nein, das ist gar nicht gut, aber ich bin nur mal Teil der Partei. Sie momentan nicht. Aber weißt du, wo das herkommt? Das kommt von diesem jahrelangen nicht links, nicht rechts, Meinungsfreiheitsgeschreie. Das ist nämlich alles völlig profillos. Ja? Deswegen konnten viele ihre Vorstellungen uns reinprojizieren. Genau. Also, wir haben halt, also die Piratenpartei hat in den letzten Jahren keine Reibungspunkte geboten. Also, versucht, keine Reibungspunkte zu bieten. Oder so wenig wie möglich.
eine möglichst große Projektionsfläche aufzumachen, dass jeder seine Vorstellung von Politik, also sei es die Reichsbürger, sei es irgendwie die, so die ganzen Pro-NRW, PDV-Leute, nein, nicht du, die Partei als solches. Nicht du, keine Sorge, nicht mal nein. Danke, danke. Nicht du. Nee, und wir haben irgendwie viel zu viel, schon die letzten Jahre als Partei, das merken wir heute schmerzlich, auch in das Gespräch merke ich das, also wenn ich außerhalb der Partei mit Leuten spreche, was hin und wieder vorkommt, dass wir viel zu lange, viel zu viel Scheiße in der Partei geduldet haben. Und ich meine. Diskutiert haben auch. Und auch diskutiert haben. Ich meine, also, ich diskutiere nicht, ob man den Holocaust leugnen darf. Punkt. Eben. Also diskutieren, also das ist halt ja, auch nicht das Obskure ist ja, dass wir eigentlich dieses freiheitliche Grundrechte-Ding, das hatten wir ja schon immer, das war ja ein Teil unseres Profils, deswegen ist es halt schon absonderlich, was manche extremen Ränder da verloren haben. Naja, es ist total freiheitlich, den Holocaust zu leugnen. Ja. Ja, nee, also das ist dann... Das ist tatsächlich freiheitlich. Ja, okay. Das musste aber wohl denen und dann aber erklärt werden, dass das dann doch nicht darunter fällt. Links außen. Ja, links außen hätten wir eine Frage. Links außen. Von mir aus ist das rechts außen. Von mir aus ist das rechts außen. Das ist vorne. Also ich glaube, was vielen Menschen an den Piraten sehr gut gefallen hat und auch noch gefällt, ist so eine gewisse Ideologiefreiheit, eine gewisse Offenheit für viele Positionen. So, ich weiß, dass du das jetzt nicht gerne hörst, weil du vertrittst irgendwo eine Gegenposition, wobei ich bin der Meinung, so weit liegt das gar nicht auseinander. Ja? Ich finde, also ich meine, dass man den Anspruch haben muss, ja, sich mit allen Positionen auseinanderzusetzen, das finde ich gut. Ja? Aber ich glaube auch, wie Stefan, wie du sagst, dass es richtig ist, irgendwo eine Position zu beziehen. Man sieht jetzt bei dieser, also Torge, an dich ging dann natürlich die Frage, was ist, wenn jetzt der sogenannte Rechtsaußen, ich weiß nicht, wie er ist, wenn der eine Position vertritt, dass er sagt, ich will diese Straße nicht haben und das ist genau die Piratenposition. Würdest du in dem Fall sagen, ich will mit dem nichts zu tun haben, dann würdest du ihn per se ausgrenzen, was eigentlich... Also, wäre es ziemlich gut, würde ich sagen, würde ich noch was mit dem zu tun haben wollen, wäre es noch weiter rechtsaußen, irgendwelche Nazis, NPD oder sonst wie, mit denen rede ich nicht, Punkt. Gut, genau. Jetzt die nächste Sache ist, also gerade mit dieser NPD, die NPD... Also die Partei und auch die Menschen, die dahinter stehen, für die ist es ein gefundenes Fressen, dass sie immer wieder stigmatisiert werden. Die hauen mir auch vor meiner Haustür auf die Fresse. Ja. Nee, Entschuldigung bitte, mit solchen Leuten redet man halt nicht. Die wollen uns halt auch einfach töten teilweise. Punkt. Also sagen wir so, also wir kommen hier aus Hessen, wir haben hier nicht so die Probleme, aber ich glaube dir, doch, die haben wir hier in Hessen. Geh mal nach Nordhessen teilweise. Geh mal in die Käfer im Vogelsberg. Fulda. Geh mal nach Fulda. Das ist voll mit dreckigen Nazi-Pack. Ja. Also, ja, mein Gott. Jetzt lassen wir uns ausreden. Neonazi-Pack, bitte. Ja. Das ist eigentlich eine Verharmlosung gegenüber den echten Nazis. Also, oh mein Gott, die echten Nazis. Du verharmlost. Das ist doch schon verboten. Das ist nochmal eine andere Liga. Sag mal, lass mich doch gerade noch. Ja, Entschuldigung. Kann ich das vielleicht kurz zu Ende führen? Ich sage ja nur, dass ich den Eindruck habe, dass diese NPD-Partei, dass die sich das gerade zu Nutzen macht, indem sie sagt, die anderen sind alle schlecht, die leben ja gar nicht das, was sie nach außen vertreten, nämlich Demokratie und Meinungsfreiheit, für uns gilt es nicht. Und ich persönlich würde sagen, wenn man sich irgendwo dann mit manchen Positionen auseinandersetzt, irgendjemand hat mir erzählt, im Sächsischen Landtag hätte ein Abgeordneter die Rede eines NPD-Mannes durchsucht und hätte gesagt, die Fremdworte, wie viele Fremdworte er drin gehabt hatte. Sowas finde ich gut, dass man die letzten Endes überführt, wie dämlich das überhaupt das ist. Das musst du aber nur im Parlament machen, sonst musst du sie nicht überführen. Also das schaffst du halt auch nicht. Wenn in dem Augenblick, wo ich mit einem NPD-Menschen spreche, kann ich ihn nicht überführen. Ich kann es im Parlament tun, weil das ein anderer Prozess ist. Das ist eine andere Art der Diskussion. Ja, da hält er seine Rede, das war der Antrag zur deutschen Sprache im Sächsischen Landtag. Die sind halt im Sächsischen Landtag drinnen. Und man muss ihnen halt leider zuhören. Man muss ihnen auch diesen Raum geben, leider, weil sie halt gewählt worden sind. Also die kriegen halt auch ihren Raum zu sprechen. Und dann musst du sie überführen, inhaltlich. Genau. Aber nur dann. Ansonsten musst du dich nicht mit der NPD auseinandersetzen, in keinster Weise. Du musst ihnen keinen Raum geben, setz dich dann keinen Fuß breit. Im Landtag sind sie gewählt, in Sachsen. Da kannst du nicht sagen, ihr dürft nicht reden. Das geht halt nicht. Ein cooler Move. Wäre ein cooler Move, aber... Ja, ich meine halt, dass die Argumentation der NPD häufig so flach und so dämlich ist, dass man die so schnell überführen kann. Nein, wir reden grundsätzlich... Das ist so eine Sache des Klientels. Das muss doch das Klientel entdecken und nicht... Man kann dem Klientel doch halt nachhelfen dazu. Aber wir bewegen uns gerade ein bisschen vom Thema weg. Also ich glaube, wir sind uns bei dem Thema einig. Nee, sind wir nicht, aber es ist eine andere Geschichte. Okay, nochmal eine Nachfrage zum...
Jörg, also wir sind eigentlich gedulden, die nicht in unserer Partei. Punkt. Ja. Okay. Jörg? Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu dem Thema Bürgerbeteiligung. Einfach, ihr habt jetzt verschiedentlich von Nachrichten, von Kontakten mit Bürgern erzählt, mehr oder weniger sinnvoll. Wie viel Teil der Arbeit ist denn das? So Mails oder Anrufe oder und wie viel davon ist sinnvoll von dem, was da am direkten Feedback vom Bürger kommt? Das würde mich mal interessieren. Also wie viel ist es und wie viel davon kann man gebrauchen? Also zunächst mal, was Torge relativ am Anfang sagte, es kommt unglaublich viel Spam in der Richtung. Also da muss man aber wirklich sagen, das ist Spam, das ist nichts anderes. So klar muss man da in seinen Worten sein. Kannst du das irgendwie quantifizieren? Ich tue mich schwer, weil ich gerade, ich bin im Bergbauausschuss, da geht es um Bergbaugeschädigte und da redet man halt mit sehr vielen Leuten. Das heißt, bei mir ist das Verhältnis wahrscheinlich anders als bei Torge. Ich habe mit sehr vielen Leuten dann Gespräche, wo ich dann weiß, okay, das hat Hand und Fuß, was da erzählt wird. Aber so das übliche, die übliche Vorgehensweise ist, die Melder nachgeordnet, die ihr Leid klagt, wie schlecht die Welt ist. Aber die gar nicht sagt, was. Massen Spam-E-Mails. Ja, die gar nicht sagt, was sie will. Hingegen habe ich auch im Nichtraucherschutz Leute, die mich ganz konkret angeschrieben haben, sich dafür für die Arbeit bedankt haben, die wir da gemacht haben. Und auch ganz konkrete Nachfragen, wo man auch. Ich habe den Hörer sofort in die Hand genommen und angerufen. Weil man sieht halt relativ schnell, das funktioniert, da kann man mit reden und das braucht man nicht versuchen. Das zu qualifizieren. Fällt mir wie gesagt schwer, weil ich glaube, dass ich einen relativ hohen Anteil an Bürgern habe, wo ich reden muss, wo es Sinn macht. Es gibt aber halt genug Ausschüsse, Haushalts- und Finanzausschuss, wenn du da Mails kriegst. Finanzausschuss. Bitte? Ich bin Finanzausschuss, ich krieg keine Mails. Okay. Und wenn, sind es meistens eigentlich bewährte Leute. Also das ist überall unterschiedlich. Das ist einfach nur für dich. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie, dass du den. Da kannst du auch nicht einen Überblick haben, wie das bei anderen ist. Also ich sag jetzt mal, bei mir ist es 50-50. Aber ich glaube, damit bin ich schon relativ weit vorn, also was pro Bürger geht. Ich hab und von der Menge? So. Was ich? 10 Minuten pro Tag? Zwei Stunden? Kann ich dir nicht mehr sagen, weil ich unglaublich viel schon im Spamfilter habe, das nicht mehr ankommt. Du kannst das nicht quantifizieren auf diese Zeit. Also das, wenn ich das lesen würde, was da im Spamfilter ankommt, dann hätte ich nichts anderes mehr zu tun. Okay. Also das ist wirklich Massenmails. Und die Dinge, die jetzt mal die 50%, die zu gebrauchen sind, wie viel Zeit, wie viel von deiner Zeit? Also der Ausschuss Bergbausicherheit ist ein Unterausschuss, ist damit also nachrangig, der verursacht bei mir aber momentan die meiste Arbeit. Mhm. Also der Dialog mit dem Bürger ist tatsächlich etwas, ist was Zeitintensives. Das muss man einfach wissen von vornherein. Aber die Zeit sollte man sich auch nehmen. Ja, aber da, wo es Sinn macht, sollte man sich die Zeit unbedingt nehmen, weil da ist unglaublich viel, auch was man lernen kann an der Stelle. Erstens draußen von tut es auch als Abgeordneter gut, Feedback zu bekommen von Bürgern. Und teilweise kriegt man dann auch wirklich auch, was man von Piraten selten kennt, so was ist ein Dankeschön. Ihr lacht. Vor allen Dingen gibt es mehr positives Feedback von Bürgern als von der Presse. Ja. Und, also ich habe bei mir einen Ausschuss, also für Kultur, da muss ich gestehen, habe ich selten mit einzelnen Bürgern, sondern meistens mit Vereinigungen, also Lobbygruppen, was ja nichts Schlechtes ist als solches erstmal. Ja, es ist jetzt nicht jede Lobby schlecht, darf man ja nicht vergessen. Das ist dann meistens natürlich sehr konstruktiv, die Gespräche, weil die halt auch einfach wissen, was sie einem überhaupt mitteilen wollen. Also die haben ja gerne eine Agenda und wissen, was sie wollen. Ja, halt, Kulturbereich ist halt, ist ein hart umkämpfter Markt im Endeffekt. Kultur ist ein krasses Feld, was da, einfach weil da unglaublich viel Geld hin und her geschoben wird. Und dazu kommt dann natürlich noch dann so freie Szene, die sich aber dann auch irgendwie organisiert plötzlich in mehreren Verbänden. Das ist dann alles immer recht kompliziert und da muss ich ja sagen, spreche ich auch hier zum Beispiel mit dem Verband als mit einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, weil Verbände meistens dann doch irgendwie abgestimmtere Mehrheitsmeinungen aus ihren Mitgliedern haben. Was gerade im Bereich, wenn es um Kulturförderung geht, ziemlich wichtig ist, dass man das hat. Weil klar kann ich jetzt in einzelnen Projektraum zu mir kommen und sagen, wir hätten im nächsten Haushalt irgendwie mehr Geld und dann kann man das hinschieben. Aber das ist dann halt irgendwie, das ist dann Klientelpolitik, die wollen wir nicht machen. Ne? Also das halte ich für ganz wichtig. Im Bereich Digitalverwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit, da spreche ich nur mit Wikimedia spannenderweise. Ansonsten ist dann ja, das interessiert halt auch fast niemanden. Auch die Piraten, also da haben wir jetzt endlich mal ein paar Piraten, die eine Arbeitsgruppe zugemacht haben. Das hat lange noch gedauert. Aber
Also im Bereich Datenschutz kam halt nichts. Selbst wir reden da viel zu selten drüber. Ja, also oder im Bereich Informationsfreiheit war es dann halt als Abgeordneter entschieden, dass es jetzt sein Hobby wird, dieses Thema, und ballert da halt jetzt gerade richtig durch. Und auch im Open Data Bereich. Aber das hat, da kommt Bürgerbeteiligung fast gar nicht, weil auch Bürgerinnen und Bürgern, glaube ich, immer noch nicht wirklich klar ist, für was Open Data sinnvoll ist. Mhm. Weil es einfach noch viel zu wenig Open Data gibt, um auch sinnvolle Anwendungen zu entwickeln. Ne? Mhm. Deswegen kann ich das nicht wirklich sagen, ich habe da jetzt viel Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich weiß halt, dass auch bei uns Abgeordneten Sprechstunden anbieten. Die machen halt irgendwie alle zwei Wochen so zwei Stunden oder auch drei Stunden. Und da ist teilweise einfach niemand da. Dann andere Abgeordnete machen halt lieber stattdessen ihren Sprechstunden-Podcast, wo Leute im Vorfeld halt Fragen schicken können. Und beantworten es halt dann in dem Podcast die Fragen, was ich total sinnvoll halte, weil kann ich zeitsouverän nachhören als Bürger, kann halt entscheiden, wann ich das hören möchte und kann auch selbst halt Fragen hinschicken, beziehungsweise im Pad eintragen. Das halte ich für ziemlich sinnvoll. Auch genauso diese Kurzpodcasts, die einige Abgeordnete machen, so die kurzen Tagesüberblick geben, was hab ich eigentlich für Termine? Ja, irgendwie erst Ausschuss, dann habe ich Termin mit einem Verband, dann das, dann Mittagessen und dann gehe ich nach Hause. Ja, als Beispiel jetzt. Das ist total sinnvoll. Das ist mehr Informationen als andere haben. Dazu noch ordentliche Kalender veröffentlichen. Und den Leuten wird schon mal viel, viel klarer. Und dann werden sie auch spannenderweise weniger nervig. Also, ich meine jetzt nervig im Sinne von, erzähl doch mal, was ihr macht den ganzen Tag. Dann kann man nicht sagen, hier ist eine Website, da steht alles drauf. Und das funktioniert ziemlich gut. Also, es gibt jetzt nicht unbedingt Transparenz, weil das ist das falsche Wort da, sondern es ist eine Nachvollziehbarkeit eines Tages eines Abgeordneten und der Arbeit des Abgeordneten. Wie viel Termin, weil es ist noch nicht klar, wie viel Termin hat eigentlich so ein Abgeordneter den ganzen Tag über. Das ist den meisten Leuten nicht klar, die denken, also und auch Abgeordnete sind es hier nicht nur im Plenum sitzen oder im Ausschuss sitzen, sondern es ist hier noch viel, viel mehr außenrum. Nämlich mit Bürgern sprechen, irgendwie zu Veranstaltungen gehen, mit Verbänden sprechen, weil die auch berechtigte Interesse haben an Politik natürlich. Ja, also wir Lobbyverbände haben ein Interesse daran, ein berechtigtes, weil sie ja natürlich auch Leute vertreten. Es kommt immer an, welche Lobby es halt gerade ist. Atomlobby, kann man sagen, mit euch spreche ich nicht. Kann man natürlich machen. Ist aber meistens nicht klug, weil man dann die Argumente nicht kennt. Die vielleicht dann andere Abgeordnete aus einer anderen Fraktion vorbringen. Ne, also, die Gewichtung muss halt stimmen. Die Lobby müssen halt gleich. Nee, vor allem muss halt es einfach auch klar machen, ich habe mit der Atomlobby gesprochen. Nee, also reden kann man mit jedem, also mit jeder Lobby. Da sehe ich auch überhaupt kein Problem drin. Exxon war bei uns wegen Fracking. Ja, die haben uns ziemlich viel komisches Zeug erzählt. Die haben uns dann auch gesagt, dass sie in Niedersachsen seit den 60ern fracken. Ja. Uns, das erste Mal wurde uns sogar in den bekannten frühen 50er Jahren gefragt, okay. Holstein. Da redet man mit denen, hört sich das an und gut. Also wichtig ist tatsächlich dann in den Sitzungen auch da vorbereitet zu sein, dass da eventuell auch handfeste Argumente kommen können. Und natürlich hat jede Seite ein Argument. Das halte ich für extrem wichtig, das auch zu wissen, was da kommt. Sepp, wie lange haben wir eigentlich das Thema geplant hier? Ich würde sagen, wenn noch Fragen sind, machen wir... Zum Umfang der Nachrichten von dir noch kurz. Ich bin im Finanzausschuss, Finanzen interessieren lustigerweise einen globalen Diskurs jeder, aber keine Sau interessiert sich für den Haushalt. Es kommt alles zu den Haushaltsberatungen, dann kommen dann die Leute und sagen, wir brauchen mehr Geld. Das ist normal. Und das tun sie aber teilweise bei den einzelnen Fachabgeordneten, also viel kriegt der jetzt nicht. Höchstens zu einzelnen Themen, die ich halt einfach mal habe oder so generell. Gut. Aber meistens sind das dann auch eher die Leute, die da mehr im Fokus stehen, öffentlichkeitsmäßig, Fraktionsvorsitzenden oder so, oder halt irgendwie Umwelt, so solche Themen machen. Die kriegen natürlich deutlich mehr an Post. Aber, ja, und bei uns haben sich die Leute nur für Kultur auf den Unterricht, als wir eine Oper zu machen wollten. Ja, oder irgendwelche Ereignisse sind, ja. Also was ganz schlimm ist, wir haben mal so beispielsweise so eine Bürgerinitiative in Schleswig-Holstein, die halt irgendwie den Schienenbonus abschaffen wollen, dann irgendwie kam, es ging darum, Lärmbelästigung bei Hinterlandentbildung, Firma Weltklärung, und die haben halt irgendwie mich täglich mit 10 E-Mails zugespammt und jedes Mal die gleiche. Da schaltest du irgendwann als Abgeordneter ab. Also das ist einfach das schlechteste Lobbying, was du machen kannst. Da habe ich aber noch ein schönes Beispiel für aus dem Bundestag. Als das Leistungsschutzrecht war, da waren irgendwie, kamen bei jedem Abgeordneten so 2-3 E-Mails an. Wenn irgendwie es darum geht, das Tierschutzgesetz zu ändern,
werden die säckeweise mit Post geflutet. Ja. Also wirklich säckeweise. Ja. Oder wenn irgendwie auch Beteuerungsgeld war, gab es mehr Post als wegen Leistungsschutzrecht. Ja, bitte? Ja, das liegt vielleicht daran, dass jemand das Wort Tierschutz kennt und eben bestimmte Wörter gar nicht klar sind, wie Open Data. Wenn man die normale Bevölkerung fragt, was das für Worte sind, dann schalten die meisten ab. Die Worte, schaffen ja nicht mal Piratenbriefe hinzuschreiben und sie darüber zu beschweren. Außerdem, Tierschutz ist auch viel stärker in Vereinen organisiert. Ja. Ja, man schreibt so einen Brief dahin und dann... Ja, aber das haben wir auch gehabt. Da gab es auch keine, das macht halt keiner. Brauchen Blogger. Tierschutz ist emotional besetzt. Ja, das hier Leistungsrecht ist auch emotional, aber das ist trotzdem nicht wieder. Wer von euch hier in diesem Raum hat wegen Leistungsschutzrecht einen Brief an einen Abgeordneten im Bundestag geschrieben? Ich habe keinen Brief. Oder eine E-Mail hingeschickt. Im Bundesrat sind sie hier geschickt. Drei. So, war mal der Rest nicht geschickt? Ich habe bei Google unterschrieben. Mitglied in einer Partei. Ja, auch. Nein, eben nicht, weil Mitglied in einer Partei heißt natürlich auch dann die Position trotzdem. Also das ist ja schön, wenn dann der Bundesverband einen Brief, 5 Euro, einen Brief schreibt, aber trotzdem ist halt immer noch dieses, ja, wie ich weiß, dass sich viele Abgeordnete über Bürgerpost wirklich freuen. Also wenn es zum letzten Entwurf geht und dann kommt irgendwie Post von Bürgerinnen und Bürgern und dann macht er nämlich 2 Stapel. Ist dafür, ist dagegen. Und dann hat er jetzt quantitativ sein Feedback zählen, das er bekommt. So fängt es nämlich schon mal an. Ja, wenn halt gar nichts kommt, dann kann er halt keinen Stapel machen. Und also auch im Landtag, es kommt selten irgendwie bei einem konkreten Entwurf dann Post an, meistens erst wenn es durch ist, ja. Und danach kommen wir immer erst die Beschwerden. Die Landtage sind bei den Tagesordnungen echt ziemlich transparent eigentlich im Vorfeld. Also ja. Das ist echt nicht so dramatisch schwer rauszufinden, was im nächsten Plenum beraten wird. Das ist der Reihe nach doch einfach durchgehen. Ich glaube hier, du hattest jetzt noch Fragen, dann hier lang. Kevosch, wolltest du auch noch? Nee, hier bei uns. Ich hätte auch nur zugeschickt. Eigentlich mehr eine Anmerkung. Also was du sagtest, irgendwie die Leute melden sich nicht oder so. Wir haben die Erfahrung gemacht, jetzt in der Fraktion in Frankfurt. Wir haben erstmal so AGs gegründet zu verschiedenen Themen und da kam keine Sau. Weil wenn du sagst, so, ja, wir machen eine Kultur-AG oder so, es kommt halt niemand. Ja. Aber wenn es dann konkrete Themen gibt und wir dazu einladen, dann kommen wenige, aber doch die Interessierten. Also wenn wir nicht sagen, ja, die Kultur-AG trifft sich, sondern wir reden heute über freie Theater und das nächste Mal über GEMA-Tarifreform oder so, dann kommen ganz speziell Leute und die arbeiten auch mit. Das fand ich ganz positiv eigentlich. Also das Tracking von Tagesordnung ist auch nicht immer einfach. Ja. In Hessen gibt es halt irgendwie ISS-Feeds für Vorlagen der SPD, Vorlagen der CDU. Da musst du erstmal alles filtern, oder du gehst halt über die Ausschüsse, hast da aber recht spät eine Tagesordnung, vielleicht erst einen Tag vorher, sodass die Möglichkeit, entweder du machst halt Vollzeit, alle Anträge lesen, filtern, was interessiert dich, oder halt du hast es und liest es halt dann erst im HR, wenn das beschlossen ist. Und die Öffentlichkeit für Anträge vor den Verhandlungen in den Ausschüssen ist halt eigentlich nicht da. Also da fehlt es halt an Leuten, die Themen nach außen tragen. Das kann auch, eigentlich wäre das eine Aufgabe der Basis, sehen hier, da ist ein Antrag, den verteilen wir, ja, aber das passiert halt in der Piratenpartei nicht. Also ich will nochmal mein Argument nochmal vorbringen. Ich bin vielleicht missverstanden worden. Also zum Beispiel, wenn man das Wort Zensur benutzt, dann hat man eine hohe Aufmerksamkeit, weil viele Menschen dieses Wort überhaupt kennen. Und weil es zum Beispiel auch ein Grundrecht gibt, dass Zensur nicht erlaubt ist. Wenn man aber über das Thema Leistungsschutzrecht redet, dann sind die meisten gar nicht sozusagen in der Lage, dieses Wort zu verstehen, weil sie die Definition gar nicht kennen. Und das ist das Problem, dass man deswegen auch so wenig Post kriegt, weil die meisten Menschen eben was verstehen, wenn man von Zensur redet, nicht von Leistungsschutz. Ich verstehe dein Argument, ja, aber ich sag mal, das kann man bei der Piratenpartei eigentlich nicht gelten lassen. Ja, das ist tatsächlich. Das kann ich jetzt nicht für Piraten gelten lassen. Ich dachte, ich habe das Netz selber immer als einen sehr aktiven Raum wahrgenommen und hören zumindest.
empörend, ja. Sich schnell empören. Sehr empörend daraus. Von daher, ja, du hast absolut recht, aber es ist eigentlich traurig, dass es an der Stelle greift. Das hätte eigentlich anders laufen müssen. Sepp! Du bist dran. Machen wir mal eine Pause zwischendurch. Ja, wir machen gleich eine Pause. Björn, wolltest du jetzt noch da eine Anmerkung zu... Das ging eigentlich in dieselbe Richtung, wie das, was Markus gesagt hat, also doch gemoppelt. Okay. Gar keine Kekse. Mit der Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit für die Anträge in der Bearbeitung ist also immer gut. Dann würde ich einfach sagen, machen wir jetzt eine Pause und alle packen ihr Essen aus und... dann